Im Animationsbereich rund um Superhelden hat sich mal wieder was getan. Seit einigen Tagen ist da ein Kapitel bzw. die Verfilmung einer bekannten Geschichte aus den 90er-Jahre-Comics rund um Batman auf Blu-ray und DVD erschienen. Und damit geht es hier jetzt um Batman: The Long Halloween Teil 1. Batman hat es satt, mit anzusehen, wie Gotham City nach und nach dem Einfluss des Mafia-Bosses Carmine Falcone verfällt und beschließt, zusammen mit Harvey Dent sowie Jim Gordon gegen die Organisation vorzugehen. Auch als Bruce Wayne ist er bereit, seinen Teil dazu beizutragen, doch dann kommt es zu einer Mordserie, beginnend an Halloween. Schnell nennt die Presse den Killer, dessen Spuren sehr verwirrend sind, Holiday, denn das Töten an besonderen Tagen scheint dessen Markenzeichen zu sein. Doch wer versteht steckt sich hinter dem mysteriösen Mörder, der den Kreis rund um Falcone immer weiter ausdünnt. Und während Batman einen Verdächtigen nach dem anderen auf den Zahn fühlt, tritt auch ein alter Bekannter auf den Plan, der das Ganze gar nicht so lustig wie gewöhnlich findet. Batman: The Long Halloween geht 82 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und ist seit dem 22. Juni 2021 als VOD abrufbar und seit dem 8. Juli auf DVD und Blu-ray erwerbbar. Der zweite Teil folgt dann, glaube ich, Ende August. Und was war denn das, was ich glaube, The Killing Joke mochte ich zuletzt auch sehr und hat es besprochen auf dem Kanal. Ich mag es gerne mal abzutauchen in diese Warner-eigenen Animationsfilme, die ein bisschen erwachsener daherkommen, so diese Düsterheit von DC verpacken und dann eben ganz eigene Geschichten erzählen. Hier beruht diese Geschichte von The Long Halloween auf der Geschichte von Jeff Loeb und Tim Sale aus den 90er Jahren. Da wohl ein Comic, wo ich immer noch versuche, vieles aufzuholen, eine recht bekannte und beliebte Geschichte, das Ganze hier so zu verpacken. Und ich muss auch sagen, bei Batman The Long Halloween Teil 1, ich habe auf jeden Fall Bock, nach diesem ersten Teil zu wissen, okay, wie geht das weiter? Also freue mich da schon mal Richtung August, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Ich habe auch das Gefühl, in so eine Comicwelt hereingezogen zu werden, die mich als Erwachsener auch anspricht. Ich hätte mir ein bisschen mehr Härte vielleicht in manchen Momenten gewünscht, aber ich mag so diese Tristesse, diese Dunkelheit, dieser Ernst, der da so ein bisschen mitschwingt, der wird dann da auch hier und da mal gebrochen. Aber ich mag diesen Stil, der auch immer wieder an Comics von der Zeichenart, jetzt nicht so aufwendig über Animationsfilm von Disney oder von Pixar oder und so weiter, auf so einem Level spielt, sondern hier schon einen eigenen Stil, einen eigenen Look hat, der mich eben zu einer Comicwelt erinnert und das Ganze verbindet, sodass ich auf jeden Fall auf der einen Seite überhaupt nicht Profi bin, in diese ganzen Comics abzutauchen, deswegen jetzt sagen könnte, diese Figur muss eigentlich so und so und so und so und so. Auf der anderen Seite aber als jemand, der da gerne reinschaut und dann dazulernt und so eine Geschichte mit hinein gesponnen wird, ich da einfach Berührung mit bekannten Figuren hatte, aber auch Neues kennenlernen kann und gleichzeitig einfach sage, okay, da will ich gerne mehr von sehen und mehr von erleben. Deswegen mag ich eben diese Reihen ziemlich gern an dieser Stelle und kann denjenigen empfehlen, die jetzt sagen, okay, will ich auch gerne mal so ein bisschen mir das anschauen. Das lohnt sich aus meiner Sicht. Das ist eine ganz coole Nummer und ist eben auch sowas, wo dann in bestimmten Abständen immer wieder was Neues kommt, aber trotzdem da zumindest meiner Erfahrung soweit immer auch eine ganz gute Qualität mitschwingt. Und ja, muss ich an der Stelle sagen, ich habe den auf Deutsch gesehen, ich bin mit der deutschen Synchro, aber soweit fein an dieser Stelle. Ich mag bei der Kamera eben diese Dunkelheit, dieses in Gotham mit reingezogen werden, aber vielleicht auch in die Batcave, Veranstaltungsorte, das berühmte Dach, wenn man sich trifft, oder so ein Dreiecksgespann, man versucht, Pläne zu verfolgen und wenn was passiert, man sich auch fragt, könnte eine Figur, die sonst eher Heldenstatus hat, vielleicht auch etwas abdriften. Ansonsten gibt es dann auch noch, ich will gar nicht spoilern an der Stelle, fügt sich die Musik für mich gut ein und wie man es aus der DC-Welt kennt, sind das eben so die Kostüme, die bestimmte Helden oder auch Schurken eben tragen und da bleibt sich eben diese Animation Filmvariante auch treu. An dieser Stelle will ich es nicht unnötig länger machen, als es ist. Ich mag diese Geschichte, ich mag den Stil, ich mag es einfach, dass man nochmal so eine andere Tonalität in diese Comicwelt bringt und DC da quasi nochmal so eine eigene Reihe aufmacht von Filmen, die auf Blu-ray und DVD erscheinen oder per VOD und gar nicht so im Kino landen, aber auf jeden Fall für Fans, glaube ich, eine schöne Entdeckung sein können. Und mich spricht das als Erwachsener an. Mittendrin dreht sich zwar ein bisschen im Kreis, ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen mehr Härte gewünscht, aber schaut man, glaube ich, auf die Ratings nicht jetzt hier mit FSK 16, sondern rüber und übersee, hat der erste Teil ein PG-13 bekommen, also ist auch gar nicht so jetzt irgendwie gewalttätig, aber der zweite Teil, der noch rauskommt, der ist R-rated. Das heißt, da kommt vielleicht diese Härte dann im nächsten Teil ein bisschen stärker durch. Und da freue ich mich dann und sage erstmal, soweit Batman The Long Halloween Teil 1 gebe ich gerne 7 von 10 möglichen Punkten im Animations-Comic-Action-Bereich als auch insgesamt und finde ich eine sehenswerte Nummer und damit bin ich auch schon am Ende meiner Review zu Batman The Long Halloween. Ich finde es einen ziemlich coolen Titel, ehrlicherweise. Teil 1 und bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.